viele Kosten fallen eigentlich hier in Uruguay pro Monat für Strom, Internet und Wasser an? Das erzählen wir euch heute in diesem Video. Genau, wir hatten ja schon mal über das Thema Hausmieten ein Video gemacht. Das blenden wir euch hier einmal ganz kurz ein. Da haben wir euch ja aufgezeigt, was so für Kaltmieten auf euch zukommen könnten. Und heute wollen wir es eben über den anderen Teil sprechen, der natürlich auch dazu gehört, die Nebenkosten, die einfach entstehen. Wir werden euch das Ganze aufzeigen an unserem Beispiel, also was wir so an Nebenkosten hatten und das pro Monat. Ja, die Nebenkosten sind natürlich sehr, sehr individuell, abhängig von zahlreichen Faktoren. Das ist klar, das kennt jeder auch aus Deutschland. Deswegen werden wir Ende diesen Videos einfach nochmal ganz kurz darüber sprechen, was wir hier überhaupt für Rahmenbedingungen haben, welche Geräte hier so laufen und wie es auch vielleicht dazu kommt, wie unsere Nebenkosten ausfallen. Und los geht's! Kommen wir zum ersten Nebenkostenpunkt. Das ist Wasser. Wir bezahlen durchschnittlich im Monat 1160 Peso für Wasser. Es gibt hier bei Wasser eine Grundgebühr, die muss immer bezahlt werden und darauf wird dann je nach Verbrauch der Verbrauch eben aufgeschlagen und eine Gesamtsumme ermittelt. Wenn man bis zu 10 Kubikmeter Wasser verbraucht, zahlt man auch dafür eine Pauschale, die auf die Grundgebühr aufgerechnet wird. Wenn man mehr als 10 Kubikmeter Wasser verbraucht, dann bezahlt man einen Kubikmeterpreis. Hier in unserem Gebiet Maldonado ist es übrigens etwas teurer als in anderen Gebieten. Der Wasseranbieter heißt hier OSE, nur für euch schon mal zur Information. Kommen wir zum nächsten Kostenpunkt Nummer 2, Strom. Deswegen stehe ich hier auch vor dem Stromzähler. Der Strom ist bei uns tatsächlich der Nebenkostenpunkt, der am meisten gewichtet. Also wir zahlen am meisten für Strom. Wir haben nämlich wirklich durchschnittlich pro Tag einen Verbrauch von ca. 30 kWh, was schon ordentlich ist. Und dafür bezahlen wir ca. so 9.500 bis 10.000 Peso pro Monat. Es ist so, dass es bei Ute ist der Stromanbieter, unterschiedliche Tarife gibt. In jedem Fall ist es aber immer so, dass es mehr oder weniger zwei Komponenten in der Rechnung gibt, die auch fix sind, die sich nicht verändern. Und zusätzlich dazu kommt dann noch verbrauchsbasiert obendrauf ein Kostenpunkt. In dem Fall ist es so, wir haben einen Tarif, bei dem man je nachdem, welchen kWh-Verbrauch man hat, unterschiedliche Staffeln hat, das heißt unterschiedliche Preise pro kWh. Es gibt aber auch andere Tarife zum Beispiel, die dann den Tag in unterschiedliche Tageszeiten einteilen und man zu den einzelnen Tageszeiten unterschiedliche kWh-Preise hat. Kommen wir zum Nebenkostenpunkt Nummer 3, das ist das Internet, also für zu Hause WLAN. Wenn man irgendwie zu Hause nochmal die Option haben möchte, auch zu surfen, unabhängig von seinem Handy-Internet, dann kommt auch dieser Punkt auf euch zu. Wir haben unser Internet von Antel und zwar mit dem Tarif Internet Plus haben wir eine 5-Mbit-Leitung. Diese kostet uns 1700 Peso im Monat und leider können wir hier vor Ort keine schnellere Internetleitung bekommen. Es gibt teilweise in Uruguay schon Glasfasernetz, unter anderem auch in Piriápolis in der Stadt. Da wir aber ca. 9 Kilometer außerhalb von dort wohnen, haben wir leider keine anderen Möglichkeiten. So, nun wisst ihr, was wir für Strom, Wasser und Internet einzeln pro Monat bezahlen. Insgesamt ergibt es dann ca. 13.000 Peso Gesamtkosten, die wir pro Monat haben, was aktuell nach dem Wechselkurs ca. 325 Euro sind an Nebenkosten. Wir packen euch unten in die Beschreibung auf jeden Fall nochmal die Links zu Antel, zu OSE und auch zu Ute rein. Das sind eben Internet-, Strom- und Wasseranbieter, dass ihr einfach nochmal reinschauen könnt und euch einen kleinen Überblick über die Tarife machen könnt. Kommen wir nun zu dem sehr, sehr relevanten Punkt. Wie sind für uns diese hohen Nebenkosten entstanden? Also was für Geräte haben wir etc.? Ja, zuallererst muss man natürlich sagen, wir haben die Nebenkosten jetzt so seit Juni. Also Juni, Juli und August. Und es ist natürlich so, das sind jetzt hier die Wintermonate. Wir gehen davon aus, dass wir gerade Stromverbrauch im Sommer einen niedrigeren haben werden. Aber das bleibt natürlich erstmal noch abzuwarten. Wichtiger Punkt, wir sind ein Drei-Personen-Haushalt.
Wir haben einen 40 Liter Warmwasserboiler, um zu duschen und auch zu spülen zum Beispiel, der eine Energieeffizienzklasse von B hat. Ja, die Dusche läuft bei uns jeden Tag und auch spülen wir von Hand und das machen wir auch jeden Tag mindestens einmal. Hat natürlich einen sehr ausschlaggebenden Einfluss auf unseren Wasserverbrauch. Ja, was sehr, sehr viel mit in den Strom reinfließt, ist eine neue Split-Inverter-Klimaanlage, die wir installiert haben, die tatsächlich momentan rund um die Uhr läuft. Einmal aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, die wir hier haben, und zum anderen auch, um entsprechend ein bisschen zu heizen. Wir haben auch einen sehr, sehr alten Kühlschrank, der auf jeden Fall recht viel Strom frisst, wovon wir auf jeden Fall ausgehen. Wir haben uns eine neue Waschmaschine gekauft, die zum Glück eine sehr gute Energieeffizienzklasse A hat. Die läuft circa 10 Mal pro Monat. Ja, und wir haben einen festen PC, der so gut wie den ganzen Tag läuft. Sowohl als auch, dass jeder von uns nochmal einen eigenen Laptop hat, der eigentlich auch den ganzen Tag in Betrieb ist. Ja, das war jetzt einfach eine Erklärung zu unseren Rahmenbedingungen, sodass ihr auch ein bisschen ein besseres Gefühl dafür kriegt, wie unsere Nebenkosten eigentlich entstanden sind. Kommen wir nun ganz zum Schluss noch fix zum Thema Heizen. Ganz einfach aus dem Grund, weil es ja in Deutschland auch eigentlich immer in den Nebenkosten mit eine Rolle spielt. Hier läuft es aber einfach ein bisschen anders. Die Kosten fürs Heizen schlagen sich einfach je nachdem, was ihr für eine Methode nutzt, entsprechend dann in den Kosten nieder. Beispielsweise wir nutzen jetzt eben die Klimaanlage in einem Raum, um zu heizen. Das heißt, entsprechend macht sich das in der Stromrechnung bemerkbar. Natürlich auch eine elektrische Heizung, die sich in der Stromrechnung bemerkbar macht. Wenn ihr jetzt eine Gasheizung habt, dann habt ihr halt einen Gastank, den ihr euch kaufen müsst, die Gasfüllung, die ihr bezahlen müsst, oder wenn ihr einen Kamin habt, dann habt ihr halt entsprechend die Kosten, um mit Holz zu heizen. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was zusätzlich zur Kaltmiete bezüglich des Wohnens noch für Kosten auf euch zukommen und könnt schon mal ein bisschen besser kalkulieren. Bis bald! Hasta luego!